Wir starten mit 903.000 Münzen und werden diesen Account bis zum Ende des Trotts auf knapp 10 Millionen Coins bringen. Wie wir das Ganze machen, ist ganz einfach. Und zwar werden wir eine UV-Liste betreiben. Während ihr schon hier im Hintergrund sehen könnt, wie wir unsere UV-Liste einkaufen, möchte ich noch kurz etwas zu der Serie sagen, zu dem Thema, was ich gerade habe. Und zwar ist es aktuell so bei mir, dass ich schon länger überlege, meinen Content ein bisschen umzustrukturieren. Natürlich gebe ich euch weiterhin Trading-Tipps, natürlich gebe ich euch weiterhin Investment-Tipps, aber ich habe überlegt, diese mal ein bisschen anders zu verpacken und euch einfach auf den Weg mitzunehmen, wie ich einen Account innerhalb von 3 Wochen versuche, von 1 Million Coins knapp auf 10 Millionen Coins zu bringen. Das heißt wiederum, dass hier auf euch täglicher Content zukommen wird. Entweder wird es einen Stream geben oder ein Video oder vielleicht sogar in den meisten Fällen beides. Das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil ich habe immer noch sehr viel Spaß am Traden, aber ich habe in letzter Zeit nicht so viel Spaß daran gehabt, YouTube-Videos zu erstellen zum Thema Trading, wo ich euch einfach nur stumpf irgendwelche Tipps gebe. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr ein Like hier da lassen würdet und einmal kommentieren würdet, ob ihr so eine Art auch feiert. Natürlich können wir auch an der Stelle das ein oder andere Commentary machen, à la Monte Oldschool Zeiten. Wenn ihr darauf auch Bock habt, lasst es mich natürlich auch in den Kommentaren wissen. Und wenn wir jetzt einmal kurz auf die UV-Liste eingehen, was wir denn jetzt gerade eigentlich alles hier im Hintergrund einkaufen, dann seht ihr schon, dass das eine UV-Liste ist, die knapp 900.000 Coins kostet. Das heißt, es wird eine UV-Liste sein, die für uns auf jeden Fall keine 100 Kartenplätze hat. Bedeutet, wir werden wahrscheinlich nur so 50 Plätze verteilen können, weil wir einfach nicht mehr Coins haben, aber diese Karten lohnen sich halt extrem für eine UV-Liste, weswegen wir mit einer 50er-Liste angefangen haben. Ganz wichtig zu wissen ist, dass ich mir bei der UV-Liste nur Spieler rausgesucht habe, die in der Ligue 1 spielen. Das bedeutet, ich habe einen Thuram mitgenommen, ich habe einen Ismaeli mitgenommen, ich habe einen Kimpembe mitgenommen, ich habe einen Hakimi mitgenommen, also wirklich alle Karten, die irgendwie beliebt in der Ligue 1 sind. Des Weiteren werde ich nach dem Video, ganz wichtig für euch zu wissen, nach dem Video werde ich meine UV-Liste ein bisschen umstrukturieren und schon mal auf Serie A-Special-Karten geben, weil das Serie A-Tots halt das nächste Tots ist, was rauskommen wird. Ich habe ein Icon Pack aufgemacht, Leute. 90 plus Icon Pack. Let's go. Was wird da drin sein? Wir haben noch ein paar andere Packs und ich fasse das Ganze mal kurz zusammen. Das eine war Kramaric, das war nicht so gut. Dann, wir hatten Fabinho, SBC-Futter. Nimmt man immer sehr, sehr, sehr gerne mit den Typen. Und als nächstes hatten wir ein Elektrum-Spieler-Set, da war nichts. Und 90 Prime-Icon. Jetzt, let's go, let's go. Es ist eine ganz normale Prime-Icon. Es ist eine Prime-Icon, Jungs. Es ist Riquelme. Es ist Riquelme. Es ist nicht mehr Maradona. Es ist einfach Riquelme gewesen. Egal, wir machen weiter. Ihr seht hier schon einige Verkäufe von unserer Liste. Wir haben ein paar Molinas verkauft, ein paar Fekirs, David Garcia noch, Papin hatten wir noch dabei. Vitinha, Fabio. Aber auf diese ganze Liste gehen wir am Ende des Videos nochmal genauer ein, damit ihr auch wirklich alle Einkaufspreise habt. Die Dorothys habe ich noch da und das ist meine Liste, die ich bisher noch nicht verkauft habe. Aber auch hier werde ich in der nächsten Zeit natürlich einige Karten von verkaufen. Wir kaufen weiter ein unsere UV-Liste. Wir haben jetzt natürlich einige Coins gehabt. Dementsprechend haben wir diese ausgegeben für Molina Tots. Der lief einfach so gut in den letzten Zeit. Deswegen, ich musste mir den mehrfach mitnehmen. Dann haben wir noch ein paar Division Rivals Rewards. Ein paar Division 5 Rewards. Habt ihr Bock drauf? Wollen wir reingehen? Ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Ich habe da ein paar Packs gemacht. Ein paar League A, 8 Spieler-Sets, 2 seltene Goldspieler-Sets. Ich sage euch ehrlich, das sind jetzt hier die Highlights und das war das Beste, was draus rausgekommen ist. Ein Groß, der mich ein bisschen erschrocken hat, weil diese Walkout-Animation einfach nicht funktioniert hat. Hier nächster Walkout, man denkt so Cristiano Ronaldo und auf einmal kriegst du Ruben Dias, aber ist auch okay, 88er Rating, nimmt man natürlich auch immer wieder gerne mit. Nächstes Pack, nächster Walkout und wer ist es? Spanien, ihr wisst Bescheid, Spanien immer nichts Gutes, wenn Walkout ist und genauso auch bei Icon Packs und sonst was. Wir haben nächsten Spanier, was ist los? Wir haben wieder Munain, 84er Rating, ist okay, nimmt man mit, ne? Aber ganz ehrlich, für Division Rivals Rewards mit noch ein paar Upgrade Packs, La Liga Packs waren zu der Zeit noch aktiv, da sollte mehr dabei rumkommen, da sollte viel, viel mehr bei rumkommen und das Ganze sollte wirklich besser sein als das, was wir gezogen haben. Wir sind jetzt am Ende bei der UV-Liste angekommen und ich zeige euch natürlich die ganzen Einkaufspreise und erstmal, was wir diese Woche gemacht haben. Wir haben diese Woche ausschließlich die letzten 2 bis 3 Tage nur mit der UV-Liste getradet. Das bedeutet, diese 254.000 Coins kommen genau davon und wir gehen jetzt auch direkt auf unsere Transferliste ein. Wir haben exakt 63 Verkäufe. Wie soll es auch anders sein, dass wir genau an der Stelle bei der 63 das Video für heute beenden? Und ihr könnt natürlich sehen, dass wir einige, wirklich einige Molinas verkauft haben. Ich habe die meisten Molinas für knapp 45.000 bekommen, teilweise ein bisschen weniger und immer in der Rechtsmittelfeldposition, ganz, ganz wichtig. Wenn ich sie mir als Rechtsverteidigerposition gekauft habe, habe ich meistens so 41.000 bis 42.000 Coins maximal für ihn ausgegeben, den dann kurz umgeformt und dann für 49 bis, sagen wir mal, 57.000 Coins reingestellt. Genau das Ähnliche ist auch so ein bisschen mit Fekir, den haben wir maximal für 31.500 Coins mitgenommen.
Auch diese Karte haben wir dann immer sehr, sehr nice für 34, 35, 36.000 Coins angeboten. Auch so ein David Garcia geht auch immer sehr, sehr gut. Denkt immer dran, Leute, Offensivspieler Hunter, Defensivspieler Shadow. Ihr könnt zwischendurch bei Defensivspielern aber auch noch Anchor benutzen. Und bei David Garcia haben wir es auf jeden Fall mit der Shadow-Karte gemacht, haben uns den regelmäßig für 24.500 ungefähr mitgenommen und den dann für 28 bis 30.000 Coins raufgestellt. Papin hatten wir auch noch, der war nicht so gut, den haben wir uns für knapp 20.000 Coins mitgenommen. Und dann haben wir natürlich hier noch einen Ito, den wir uns für 35 mitgenommen haben. Ein ABD Pelé, den wir für 41.000 Coins mitgenommen haben. Also hier haben wir wirklich 10.000 Gewinn gemacht, was sehr, sehr nice ist. Nochmal ein Ito, dann eine Karte, die auch sehr, sehr gut funktioniert, und zwar Vitinha. Vitinha war jetzt hier die erste Karte, die ich von ihm verkauft habe. Da war ich noch ein bisschen günstiger unterwegs. Ihr könnt es schon sehen, 23.500, 24.000 und auf einmal geht es hoch auf die 27.000, 29.000 Coins, 28.000 Coins, 27 und da konnten wir halt richtig dicke Gewinne mitnehmen. Teilweise haben wir den ein bisschen teuer eingekauft, so für 25.000. Teilweise haben wir den aber auch sehr, sehr günstig für 20.000 bis 21.000 Coins bekommen, was sehr, sehr geil war. Dann haben wir hier noch einen Fabio, den haben wir uns immer für knapp 23.000 Coins mitgenommen. Terrier ungefähr so für 17.000 Coins, ist aber nichts Lohnenswertes bei Terrier, muss ich euch ehrlich sagen, also der ist nicht so gut für eine UV-Liste, zumindest bei mir nicht. Ein Simon ging dann auch nochmal ganz gut weg, den wir uns für 21.75 ungefähr gekauft haben. Noch ein Fabio, den wir hier auf der Liste hatten. Ich habe noch zwei Sissokos mitgenommen, die waren bei knapp 24.000, irgendwie 23.5, 23.75 und den habe ich für 27 mittlerweile auch schon verkauft. Noch ein Fabio, noch ein Terrier. Ismaeli geht auch immer ganz gut weg. Hier müsst ihr immer drauf aufpassen, dass ihr den zu einem günstigen Preis kauft, das heißt so unter 21.000 ist immer ein sehr guter Einkaufspreis bei ihm. Alles darüber ist auf jeden Fall echt ein bisschen high, ein bisschen wack. Dann haben wir hier noch einen Traoré für knapp 20 verkauft, ungefähr für 17 eingekauft. Frankowski ging auch sehr, sehr gut weg, überraschenderweise. Hätte echt nicht gedacht, dass der so gut weggeht. Den haben wir für knapp 13.5 geholt, 14.000 maximal und dann für knapp 3.000 Coins natürlich teurer raufgestellt. Hier seht ihr noch einen Thuram und hier solltet ihr noch einen weiteren Thuram sehen. Thuram war auch eine Karte, den konntest du teilweise als Inform mit einer Basics Chemistry Style, also nichts Besonderes, für 12.500 mitnehmen, einpacken. Und jetzt aktuell findest du den, glaube ich, nicht mal mit irgendeinem Chemistry Style unter 20.000, was wirklich sehr, sehr krass ist. Das ähnlich habe ich auch schon bei Frimpong erlebt. Als Frimpong den Bundesliga-Tots bekommen hat, ist der innerhalb von einem Tag von 17.000 Coins, ich glaube, auf 44.000 Coins gesprungen, was sehr, sehr, sehr geisteskrank war. Und dann haben wir hier natürlich noch einige Hakimis, ein paar Kimpembes, die Dorothys sind noch aus dem letzten Video. Und dann haben wir hier noch einen Mondi am Start, also alles nichts wirklich Wildes. Hier könnt ihr nochmal die Einkaufspreise sehen, 41.500. Und ich sehe gerade, dass die ganzen Karten jetzt anscheinend gerade abgelaufen sind. Auf jeden Fall haben wir dann hier noch einen Fekir, auch 31.250. Dann haben wir hier noch einen Vitinha, 25.000 eingekauft. Der Guendouzi, der geht nicht weg irgendwie. Ich muss da, glaube ich, mal den Preis einpassen und den langsam an die 50.000 Coins setzen und nicht auf die 56.000, um den noch irgendwie wegzukriegen. Da haben wir hier noch einen weiteren Simon, ebenfalls für 22.75 gekauft. Nuno Mendes, der bisher auch noch nicht weggegangen ist, für 21.5 gekauft. Nochmal ein paar Hakimis. Dann haben wir hier noch einen Molina für 42.000, nochmal Fekir, 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 könnt ihr alles sehen, alles ungefähr 30.000 Coins. Dann haben wir hier unsere David Garcias, 24.500, 24.750. Volland kann ich euch nicht empfehlen für die Liste, den habe ich für 19.000 Coins gekauft, geht für 22.75 seit 3 Tagen nicht weg, ist schlecht. Ist immer, immer schlecht. Aber der Vitinha ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Den nächsten Guendouzi, den ich hier noch irgendwie loswerden muss, auch den für 44.500 gekauft. Will ich wissen, was sein aktueller Preis ist? Ich glaube, ich will gar nicht wissen, was sein aktueller Preis ist. Ich werde einfach den Preis ein bisschen anpassen an die 50.000 Coins, damit wir den auch noch einfach mal loswerden. Normalerweise ist Spence auch eine Karte, die sehr, sehr gut bei mir funktioniert. Aber irgendwie hat er die letzten 2 Tage nicht wirklich gezündet, für knapp 22.250 mitgenommen und hier nochmal für 22.000 ist eigentlich ein Preis, der bewegt sich schon seit Monaten ungefähr in der Richtung und der müsste eigentlich ganz gut laufen, lief eigentlich super. Ich werde mal ein paar mehr von dem nachkaufen, mal gucken, ob der wirklich besser wird. Dann haben wir hier noch einen weiteren Traoré, hier eingekauft für 16.500, für 19.57 angeboten. Ihr seht schon, ich biete tendenziell immer so 3.000 die Karten teurer an, teilweise auch 4 bis 5.000. Und dann, wenn es in die hochpreisigen Sachen geht, also 40.000 plus, dann haue ich da schon fast 10.000 teurer drauf. Und ja, hier haben wir noch einen weiteren Nuno, ebenfalls für 21.5 gekauft. Den Traoré habe ich erst seit gestern auf der Liste. Mal gucken, ihr seht schon, das ist auch kein besonderer Chemistry-Style. Also der ist wirklich auf Basic einfach nur da. Mal gucken, ob der weggeht. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Machen einfach ganz normal weiter. Hier haben wir noch einige Hakimis für 8.500 mitgenommen. Dann haben wir hier noch so einen schönen Kimpembro, dessen SBC wir auch in den nächsten Tagen unbedingt abschließen werden. Habt ihr die Werte gesehen von dieser Karte, Mann? Die ist einfach nur krank. Und dann haben wir hier noch einen weiteren Mendy. Alle für 5 gekauft. Ist alles ein bisschen teuer, aber bei Goldkarten ist
ist das so eine Sache. Ich habe die einfach nur als Lückenfüller noch ein bisschen drauf, damit ich ein bisschen mehr Karten anbiete. Weil wenn ihr jetzt hier auf die Liste mal guckt, wie viele Karten wir eigentlich auf unserer UV-Liste nur noch angeboten haben, seht ihr, dass wir 36 Karten angeboten haben. Das ist für eine UV-Liste sehr, sehr bodenlos und das Minimum ist 50. Das heißt, ich werde jetzt die nächsten Einkäufe damit bestreiten, dass ich mir Serie A-Special-Karten hole und schon mal auf Richtung Serie A UV-Liste baue. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und abonniert den Channel, wenn ihr neu seid. Wenn wir auf diesem Video 50 Likes schaffen, würde es mich riesig, riesig freuen. Und dann wüsste ich auch, dass dieses Format bei euch sehr, sehr gut ankommt. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, Leute. Macht's gut und ciao.